Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich habe heute meinen Themenhaul für den Monat August für euch. Und da dreht sich alles um die Ananas und die Kokosnuss. Ich dachte mir, das sind einfach zwei Dinge, die für mich zum Sommer dazugehören. Und ich habe dazu auch einige Produkte gefunden. Ein Teil könnt ihr auch wieder gewinnen. Wenn ihr wissen möchtet, welche spannenden Dinge ich da so entdeckt habe, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt einmal direkt durchstarten, muss ich nochmal einen großen Schluck zu trinken nehmen. Ananassaft ist ja auch was richtig Leckeres, besonders wenn es gekühlt daherkommt und dann noch in so einem tollen Trinkgefäß. Das habe ich bei Butlers gefunden. Ich habe von denen zwei Stück gekauft. Hier das eine ist leer. Hier habe ich, wie gesagt, Ananassaft drin und es sieht eben auch aus wie eine Ananas und hat einen Trinkhalm. Man hört, es ist aus einem Metall, ich weiß nicht genau welches, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und es ist Gold und ich finde, es sieht einfach richtig toll aus, wenn man da zum Beispiel sich überlegt, vielleicht an einem Pool zu liegen und einen schönen Cocktail draus zu trinken. Man kann den Deckel hier abnehmen und ja, es hält ziemlich kühl, finde ich. Also ich habe hier kalten Ananassaft reingemacht und man fühlt es auch hier außen. Es schwitzt auch so ein klein wenig, aber es liegt gut in der Hand. Es ist schon recht schwer, also ich könnte mir jetzt das nicht so für den Alltag natürlich vorstellen, aber wenn man eine schöne Party macht oder vielleicht die beste Freundin zu Besuch ist, dann hat man hier was ganz Besonderes, wo man mit einem Cocktail servieren kann und ich fand die einfach so süß, die muss ich euch zeigen. Bei der nächsten Kategorie handelt es sich um Raumdüfte und da habe ich einmal diese schöne Duftkerze hier gekauft von Village Candle, die Tropical Getaway. Das ist eine Duftkerze mit ja, Ananasduft und Kokosnuss eben und die riecht wie Pina Colada. Ich finde hier die Wachsfarbe richtig schön, so ein Meeresblau, so ein Azurblau irgendwie, ganz, ganz toll. Und der Duft ist unbeschreiblich schön, recht süß, aber ein perfekter Sommerduft. Ich finde auch hier vorne die Abbildung richtig schön. Die Kerzen von Village Candle mag ich genauso gerne wie die von Yankee Candle oder ähnliche. Die brennen richtig gut runter. Sie erfüllen den Raum richtig schön mit Duft. Und gute Düfte gehören einfach für mich zum Wohlfühlen, zum Wellnessfaktor einfach mit dazu. Und darum zeige ich euch das auch immer wieder. Weil ich Düfte so liebe, freue ich mich sehr, noch eine weitere Marke entdeckt zu haben, die mich bis jetzt echt begeistert hat. Und diese Marke habe ich durch die liebe Claudi von Claudis Welt kennengelernt. Da hatte sie nämlich genau so eine Schachtel hier auch mal in die Kamera gehalten, aber ich meine, es war ein anderer Duft. Das ist von der Marke Scentsy. Das ist eine amerikanische Marke, die speziell auch Duftlampen, wie sie jetzt hier zum Beispiel auch eine bei mir im Hintergrund steht, vertreiben und dazu eben auch passende Duftwachse, aber auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel dieses hier. Und ich mag diese Marke nicht nur, weil sie auf vielen ihrer Produkte Schmetterlinge haben, nein, ich finde die Düfte wirklich richtig schön und ich bin gewillt, da noch weiteres zu kaufen. Das hier ist jetzt ein Raumduft, den ich speziell fürs Badezimmer geholt habe. Und ich mache die Schachtel mal auf und dann zeige ich euch das aus der Nähe. Und zwar handelt es sich dabei um eine Duftblume und die habe ich speziell fürs Badezimmer gekauft. Ihr habt hier einmal diesen Flakon und da ist jetzt der Duft Hibiskus Pineapple, also Hibiskus Ananas drin enthalten. Ich bin gespannt, wie der riechen wird. Es ist hier noch verschweißt, das lasse ich auch mal noch zu. Man schraubt das Ganze dann hier ab, dann hat man hier noch so einen hübschen Aufsatz, den man dafür draufsetzen kann, damit es einfach hübsch ausschaut. Und dann setzt man eben diese Blume hier rein. Und durch diesen Strang hier zieht es eben Flüssigkeit nach oben und gibt es hier auch an die Blütenblätter ab und das Ganze verteilt sich dann im Raum. Und ich finde, das sieht einfach sehr, sehr hübsch aus, da freue ich mich drauf. Sie haben auch zwei verschiedene Duftblumenformen, also es gibt einmal diese hier, ich glaube, das war Dahlia, ich bin mir nicht sicher, und dann noch eine andere Variante, beide sehr hübsch und wirklich ganz viele verschiedene Duftrichtungen. Ich habe sogar schon ein Video gesehen, wo man gezeigt bekommt, wie man diese Blüten auch sogar noch aufpimpen kann. Man könnte nämlich theoretisch mit einem Filzstift zum Beispiel mit verschiedenen Farben hier so die Ecken der einzelnen Blütenblätter anmalen und wenn sich diese Blume dann vollsaugt, dann entsteht da so ein schöner Ombre-Effekt. Das will ich mal ausprobieren. Vielleicht zeige ich euch das auch in einem Video. Hier freue ich mich sehr drauf. Also danke nochmal für die Inspiration, liebe Claudi. Jetzt geht es aber richtig los mit Beauty-Krams und da habe ich etwas gefunden zum Nagellack entfernen. Ich habe hier zwar Gelnägel, aber auf meinen Fußnägeln trage ich regelmäßig Nagellack und der muss natürlich auch entfernt werden. Und ich habe da eine Marke, die ich sehr gerne mag, weil sie einfach sehr effektiv arbeitet
Und das Schöne dabei ist, dass es nicht nur nach diesem ekligen Nagellack-Entferner-Geruch riecht, sondern dass sie eben Produkte haben mit verschiedenen Duftrichtungen. Und so ist hier die Duftrichtung Kokosnuss. Das ist von Ebelin ein Nagellack-Entferner, der ist acetonfrei. Und ich finde zwar schon, dass das auch so ein wenig stinkt wie normale Nagellackentferner eben, aber so ein bisschen nach Kokos riecht es dann schon. Ich hatte auch schon mal eine Beerenvariante, es gibt auch oder gab eine Rosenvariante. Ich finde das einfach ein bisschen schöner. Ich finde die auch sehr gut und darum habe ich das gekauft. Nicht nur einmal für mich, sondern auch einmal für euch. Also das ist das erste Produkt, was in der Verlosung landet. Auch für die Haarpflege habe ich ganz interessante Produkte gefunden und da starte ich einmal mit der Marke Mara. Die scheint relativ neu zu sein, zumindest habe ich sie vorab noch nie gesehen. Das ist Naturkosmetik und hier haben wir eine Haarseife mit dem Duft von Pitaya und Kokos. Ich mag ja auch die Pitaya-Früchte gerne essen. Sie sind oder erinnern so ein bisschen an Kiwi, sind aber nicht so extrem sauer, finde ich. Und ja, ich glaube, das mache ich einmal auf, da werde ich mal dran riechen. Aber dieses Produkt möchte ich nicht für mich behalten. Man sieht jetzt hier einmal so einen Barren, der hat so eine ganz natürliche Färbung. Und es riecht auch sehr natürlich. Ich weiß nicht, ob der Duft vielleicht nochmal etwas intensiver nach Pitaya und Kokos wird, wenn man es dann in Kombination mit Wasser auf den Haaren anwendet. Das würde ich mir sehr wünschen, aber es ist ein sehr natürlicher und schöner Duft. Das Produkt habe ich allerdings für euch gekauft, deswegen werde ich das nicht selbst testen, aber der Gewinner oder die Gewinnerin darf mir dann gerne berichten. Ich verwende regelmäßig Trockenshampoos, nämlich an jedem zweiten Tag im Prinzip. Und da habe ich einmal dieses hier von der Marke Lee Stafford gefunden. Coco Loco, und das erinnert mich an diverse Sommerhits. Coconut Dry Shampoo. Und es ist ein delikates Puder, das ganz sanft sich auf die Kopfhaut legt, um eben ja fettige, ölige Bestandteile zu absorbieren. Steht hier auf Englisch drauf, mein Englisch ist nicht so gut, aber ich glaube, ich habe das ganz gut übersetzt. Für ein ja erfrischtes und tolles Haar mit einem ganz tollen Kokosnussduft, also einem deliziösen Kokosnussduft schreiben sie hier. Und das ist für den Tag und die Nacht geeignet. Hier sind 128 Gramm drin. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es sein wird. Ich glaube, von Lee Stafford hatte ich noch nie ein Trockenshampoo. So ein ganz klein wenig riecht man hier durch. Ich glaube, ich sprühe mal vielleicht ein kleines bisschen was in den Deckel hier. Ach, das ist ein schöner Kokosnussduft. Nicht zu süß, nicht zu intensiv, aber sehr wahrnehmbar schon auch. Genau sowas wünsche ich mir für die Haare. Finde ich richtig gut, da freue ich mich drauf. Meine Haare sind ja inzwischen richtig lang geworden. Ich kann wieder Zöpfe tragen. Und bei Douglas habe ich tatsächlich etwas gefunden, was ich richtig süß fand. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe zwei verschiedene Farbvarianten gekauft. Es sind Haargummis mit einer Ananas drin. Und ich finde die richtig hübsch. Einmal eine komplett gelbe Variante und einmal hier die graue. Ich packe mal die graue aus, damit ich euch die näher zeigen kann. Ich finde, diese Haargummis sehen richtig hübsch aus, allein hier durch diese gewellte Optik und dann natürlich durch diesen Hingucker mit der Ananas. Es ist eine goldene Ananas, da sind auch so ein paar kleine Strasssteinchen mit drin. Ganz süß gemacht, erinnert mich an diese ja, Trinkgefäße vom Anfang, ganz toll. Und ja, ich habe jetzt das Graue hier aufgemacht, das heißt, die gelbe Variante, die packe ich euch auch mit in die Verlosung. Wir machen jetzt den Schwenker von der Haarpflege bzw. Haaraccessoires hinüber zur Körperpflege und das mit einem Set, wo eben von beiden Bereichen auch Produkte enthalten sind und das ist von der Marke Coco & Eve. Das ist allein schon vom Markennamen her ein Produkt gewesen, was ich mir genauer anschauen wollte, weil es eben gut zu diesem Thema passt. Hier haben wir das Taste of the Tropics Kit und da sind zwei Produkte enthalten. Einmal die nährende Kokosnuss- und Feigenhaarmaske, das ist diese ja etwas peachfarbenere Tube und diese lilane Tube, das ist das Body Moisture Whip mit Litchi- und Drachenfruchtduft. Und ich habe mir überlegt, dass ich ein Produkt davon an euch gebe und das andere selbst austeste. Und ich denke, die Haarmaske, die packe ich euch in die Verlosung und diese Körperpflege, die werde ich ausprobieren. Die Körperpflege soll auch Kokosnussöl als Bestandteil mit enthalten und Kokosnussöl ist einfach auch ein sehr pflegender Stoff, der in vielen Kosmetikprodukten zu finden ist. Ich mache jetzt hier das Tütchen mal auf und dann zeige ich euch nochmal diese Haarmaske aus der Nähe. Da wäre ich ja theoretisch auch echt gespannt drauf, wie die so ist. Das riecht hier durch die Tube schon unfassbar gut.
Wow, das riecht toll. Und das muss die Haarmaske sein. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt hier an der anderen Tube rieche, ob das anders riecht. Ja, es riecht anders. Es riecht ein klein wenig fruchtiger. Hier bei der Haarmaske riecht es wirklich sehr intensiv nach Kokosnuss. Aber richtig schön. Also, die hier ist für euch und das andere dann für mich. Und wir schauen uns das nächste Produkt an. Und da folgen jetzt zwei feste Produkte, einmal zum Duschen und einmal zum Baden. Und ich fange mit dem zum Baden an. Da habe ich nochmal von der Marke Mara Naturkosmetik Badetrüffel. Für zwei Bäder ist das genau gedacht. Und das ist auch mit dem Duft Pitaya Kokos, also wie vorhin das Haarpflegeprodukt. Und ich habe eine Badewanne. Ich habe mir überlegt, das möchte ich da einfach mal ausprobieren. Hier hole ich auch mal so ein Stückchen heraus. Und das ist so. Ja, irgendwie ein ganz natürlicher Barren, der ziemlich grobe Bestandteile mit dabei hat. Also man sieht da so ein paar Flocken. Und es riecht ganz, ganz angenehm, dezent, schön, aber wirklich auch eher dezent, ähnlich wie bei dem Haarpflegeprodukt. Ich bin gespannt. Also zwei Stück sind ja hier drin. Ich werde mal schauen, inwiefern das vielleicht auch aufschäumt oder nicht. Ich werde euch dann in einem Aufgebraucht-Video darüber berichten. Und zum Duschen habe ich etwas von der Marke Outdoor Freaks gefunden. Auch da finde ich den Markennamen ja irgendwie sehr lustig und cool. Bio-Kokos-Duschseife plus Seifensäckchen und Traubenkernöl ist da drin. Das ist vegan und in liebevoller Handarbeit in Deutschland hergestellt. Finde ich richtig toll. Die Verpackung ist richtig natürlich. Und hier sieht man so ein bisschen dieses Seifensäckchen durch. Da kann man dann eben das Seifenstück hineinmachen und unter der Dusche schäumt es dadurch einfach ein bisschen intensiver auf. Und dieses Seifensäckchen hat dann eben auch noch den Vorteil, dass es gleichzeitig die Haut etwas peelt. Man kann es auch dann darin super aufhängen, dass es dann zum Beispiel trocknet. Es ist also auch gleichzeitig noch eine gute Ablagemöglichkeit. Und wenn man jetzt damit nicht über den Körper gehen möchte, dann schäumt man das eben darin nur in den Händen auf und verteilt sich das dann auf den Körper. Also ich finde es echt toll. Das ist ohne Parfüm, ohne Mikroplastik, ohne Silikone und ohne Parabene. Hier ist halt als pflegender Bestandteil Kokosnussöl mit enthalten. Und hier haben wir so ein kleines Guckloch zu diesem Seifenstück und da sieht man einen rein weißen Barren. Und hier kommt auch kaum ein Duft raus. So ein kleiner natürlicher Geruch ist zu riechen, aber nicht wirklich intensiv. Und ja, das dürft ihr einmal austesten und das packe ich mit in die Verlosung. Ich habe mir noch einen Körperduft geholt und das ist einmal dieses Körperspray hier von Victoria's Secret Coconut Passion, ein Fragrance Mist mit 250 Millilitern. Das ist das erste Mal, dass ich von ja, dieser Marke mir etwas gekauft habe. Ich finde ja diese Fashion-Shows mit den tollen Flügeln immer total schön und nett anzusehen. Ich schaue das gerne. Hier haben wir jetzt das Island Coconut Warm Scents Beach Days Forever. Das steht hier noch mit hinten drauf. Ich finde das auch richtig süß gemacht mit diesem Etikett. Das ist quasi hier auf der Innenseite bedruckt und da sieht man so goldene Palmen und die schimmern eben durch diese Flasche hier nach vorne durch. Und das werden wir jetzt natürlich auch einmal testen. Es ist ja ziemlich blumig, muss ich sagen, so vom Packaging. Also bis auf das Etikett ist das jetzt eigentlich nicht unbedingt so meins. Und ich hoffe, das riecht jetzt nicht nur nach Kokosnuss, sondern eben auch so ein bisschen tropisch nach diesen, ja, Coconut Passion, sagen sie ja, oder schreiben sie ja hier drauf. Und diese Passion, die erhoffe ich mir jetzt zu erriechen. Meine Kopfnote ist in jedem Fall volle Kanne, die Kokosnuss zu riechen. Aber dann so später kommt auch ein bisschen was Blumiges durch. Es ist schon ein sehr femininer, schwerer Duft, also eher sogar etwas für den Abend, obwohl es nur ein, ja, Fragrance Mist, also ein Körperspray ist, also kein Eau de Parfum oder so, die ja dann noch länger halten. Aber ich stelle es mir echt gut jetzt im Sommer vor und speziell auch für den Abend dann, wenn man vielleicht essen geht oder so. Ein ganz toller Duft, ich freue mich drüber. Bei Cult Beauty habe ich ein Produkt gefunden, was ich echt richtig spannend finde, weil es ein Alleskönner sein soll. Und das ist dann auch noch von einer Marke, die ich noch nicht kenne, nämlich Kopari. Kopari Beauty ist es, glaube ich, voll ausgesprochen. Hier haben wir jetzt das Tropical Coconut Melt, also ein tropisches Kokosnuss-Schmelz-Etwas. Es ist im Prinzip ein Balsam, der wirklich für ganz viele verschiedene Dinge
einsatzbereit ist, sag ich mal. Man kann damit natürlich die Körperhaut pflegen, also man nimmt dann eine Menge, dann schmilzt es in der Hand und dann kann man eben seinen Körper damit pflegen und das soll einfach sehr gut Feuchtigkeit spenden. Man könnte es als Haarmaske verwenden, man könnte hier auch eine Portion entnehmen und ins Badewasser tun und so eben das Badewasser aufwerten, damit da die Haut während des Badens gepflegt wird. Man kann es aber auch als Make-up-Entferner nehmen und darum ist das Produkt jetzt auch hier an dieser Stelle, denn wir gehen jetzt gleich zur Gesichtspflege über. Denn ich habe vor, das wirklich auch als Make-up-Entferner auszuprobieren, denn hier war Vitamin E, glaube ich, mit drin. War das Vitamin E? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ich blende es euch sonst ein. Das Produkt soll nämlich insgesamt auch noch entzündungshemmend wirken und das möchte ich testen, gerade hier auch mit meinen Unreinheiten im Kinnbereich. Ob das da vielleicht auch was Gutes macht. Es soll auch Dehnungsstreifen minimieren und so weiter. Hier sind keine Silikone drin, es ist parabenfrei, sulfatfrei und hier sind auch keine, dieses Wort ist ganz toll, Phthalate mit enthalten. Und ich glaube, das möchte ich jetzt auch einmal aufmachen. Es ist vegan, recycelbar, clean, also alles, was man sich so wünscht. Aber es ist auch leider recht teuer. Ich bin gespannt drauf. In den Bewertungen wurde geschrieben, dass es wirklich ganz, ganz toll riechen soll. Wir haben jetzt hier nochmal so einen extra Schutz mit drauf. Diese Schutzfolie ließ sich jetzt echt bescheiden davon lösen, aber ich habe es hinbekommen und man sieht jetzt hier ein relativ fest wirkendes Produkt. Hier ist noch ein bisschen was an der Folie dran. Leute, das riecht unfassbar gut. Als hätte gerade jemand frisch Kokosmakronen gebacken. Genauso riecht das. Boah, ist das ein toller Duft. Jetzt könnte ja schon fast wieder Weihnachten sein. Mal gucken, ob ich dieses Jahr vielleicht Kokosmakronen backe. Also was ganz klein bisschen Fruchtiges ist da auch mit bei, aber eher im Hintergrund, das riecht unheimlich gut. Ich werde jetzt hier einfach mal was von dieser Folie abmachen und da sieht man auch, das schmilzt direkt. Also es ist wirklich ein Melt, sehr interessant und wird wirklich richtig ölig. Ich glaube, da kann man wirklich sehr gut sein Make-up wirklich auch mit entfernen oder eben seine trockenen Hände pflegen. Ich verteile es mir jetzt hier mal in die Hände, um auch zu gucken, wie es vielleicht einzieht. So ein ja, Bestandteil oder Hauptbestandteil ist ja eben Kokosnussöl und da hätte ich jetzt zum Beispiel Sorge, dass es ewig dauert, bis es einzieht. Man sieht jetzt in jedem Fall, dass die Hände gut gepflegt zu sein scheinen. Sie haben einen leichten Schimmer, einen leichten öligen Glanz. Ich würde schon sagen, es zieht etwas schlechter ein als im Vergleich zu einer Bodylotion natürlich oder so. Aber es fühlt sich echt gut an. Und dieser Duft, der ist unfassbar schön. Also der freut mich gerade richtig. Ich werde es in verschiedenen Varianten, glaube ich, ausprobieren. Für die Haare, fürs Make-up entfernen und so weiter. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und freue mich drauf, das zu verwenden. Das nächste Produkt, was ich gefunden habe, ist von der Marke Wishful und das ist ein Gesichtspeeling und zwar das You Glow Tropical Fruits Enzym Scrub mit 40 Millilitern. Und diese Verpackung allein sieht schon richtig hübsch aus. Diese Schrift, wie sie da so in diesen Grüntönen leuchtet, dann diese Ananas hier überall drauf und diese tropischen Blüten. Ich hole das hier mal raus und das ist ein Peeling, was sanft die Haut peelen soll. Also hier steht Gentle, Simple, Effective, also sanft, einfach und effektiv. Und ich mag gerne solche Gesichtspeelings. Ich verwende kaum noch mechanische Peelings, es sei denn, ich habe sie mal in irgendwelchen Boxen drin. Und jetzt bekomme ich hier vor Schreck diese Verpackung gar nicht auf. Und ich finde es so schön, dass sich hier das Design von der Umverpackung auch in der Tube wiederholt. Da haben wir auch wieder diese hübsche grüne Schrift und die Ananas mit drauf. Ja, freut mich sehr. Sie schreiben hier auf der Umverpackung, dass man eine kleine Menge aufs trockene Gesicht auftragen soll. Und dann soll man das in, ja, kreisenden Bewegungen sanft einmassieren und dann anschließend mit warmem Wasser abwaschen. Es soll für den täglichen Gebrauch geeignet sein, aber da wäre ich persönlich sehr vorsichtig. Ich glaube, ich taste mich immer, gerade auch bei neuen Marken, bei neuen Produkten, ganz, ganz vorsichtig ran. Macht es vielleicht erst mal einmal in der Woche, dann auch abends, damit sich über Nacht die Haut beruhigen kann. Und wenn ich das gut vertrage, dann steigere ich mich vielleicht auch auf zweimal die Woche. Aber so oft dann, dass ich es täglich machen würde, habe ich bis jetzt noch kein Peeling verwendet. Das finde ich sehr interessant. Auch die Marke finde ich sehr interessant.
Und ja, nach dem Peelen könnte man ja jetzt auch vielleicht eine schöne Maske auftragen. Und da habe ich von der Marke Garnier Skin Active etwas gefunden, nämlich die Tuchmaske getränkt in Ampullenserum mit Vitamin C, Antimüdigkeit und da ist noch Ananasextrakt mit drin. Und ihr seht, ich habe 2 Stück gekauft, sodass ich euch auch eine in die Verlosung packen kann. Es ist eine konzentrierte Tuchmaske, schreiben sie hier noch. Und ich vertrage generell so Vitamin C-Produkte richtig gut. Sie haben einen aufhellenden Effekt. Sie minimieren auch so ein bisschen die Fältchen, können Pigmentflecken abschwächen in ihrer Intensität. Ich bin gespannt drauf, wie sie sein wird. Ich kenne sie noch nicht. Ich glaube, die ist noch relativ neu. 5 Minuten soll man die nur einwirken lassen. Ich würde es, wie Claudi auch immer empfiehlt, so ein bisschen von der Feuchtigkeit der Maske abhängig machen. Also ich lasse meistens so Tuchmasken doppelt so lang drauf, als wie das angegeben ist. Aber man muss tatsächlich aufpassen, und das hatte sie neulich mal erwähnt, dass die Maske nicht zu trocken wird. Sonst ist es kontraproduktiv. Also denkt dran, sie dann auch rechtzeitig wieder abzunehmen. Eine ist für euch, eine für mich und wir schauen uns das nächste Produkt an. Ebenfalls mit Ananasextrakt ist dieses Serum hier von Essence, Hello Good Stuff, ein Gesichtsserum mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen oder Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Wie sagt man das eigentlich? Wie rum sagt ihr das? Ja, es soll Feuchtigkeit spenden und der Haut Ausstrahlung schenken und 30 Milliliter sind hier drin. Ich meine, die liebe Nathalie vom Kanal Nathalie Nord Beauty hatte das auch mal sehr lobend erwähnt. Hier sind auch keine Mikroplastikpartikel enthalten, kein Mineralöl, keine Parabene, keine Silikone, also das, was wir uns alle wünschen. Hier schreiben sie auch Bye Bye Bad Stuff, Hello Good Stuff und eben, was es so alles enthält. Ich denke, also ich bin fast überzeugt, dass es wirklich richtig gut sein wird und ich wollte euch auch da gerne mal ein schönes Serum in eine Box packen, in eine Verlosungsbox. Darum habe ich das für euch gekauft. Eine meiner liebsten Marken, leider auch recht hochpreisigen Marken, ist die Marke Glow Recipe. Speziell die Watermelon-Reihe hat es mir total angetan. Die haben aber auch viele andere Produkte und zufälligerweise, ganz zufällig, einmal dieses hier. Das ist auch ein Gesichtsserum, das Pineapple Sea Bright Serum. Im Prinzip, denke ich, wird es etwas sehr Ähnliches sein zu dem, wie das Produkt von Essence. Aber hier ist dann auch nochmal das Packaging was ganz Besonderes und das zeige ich euch. Wenn man das aufmacht, hat man hier schon so einen kleinen spoilernden Einleger drin. Hey Glow Gang steht da mit Ausrufungszeichen. Get Glass Skin with Real Pineapple Juice and Vitamin C. Und jetzt hole ich hier mal den Flakon heraus. Der ist hier nochmal extra geschützt mit so einem Einleger hier, damit er nicht hin und her wackelt. Und sogar hier innen drin haben sie ein passendes Design gewählt. Und das hier ist einmal der Flakon. Und der sieht einfach mal aus wie eine Ananas. Das haben die echt drauf. Also Glow Recipe hat so tolle Produktdesigns irgendwie, die sehr ansprechend aussehen. Es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber meinen trifft es volle Kanne. Sehr, sehr schön. Und sie schreiben hier, dass dieses leichte Serum 3 Arten von Vitamin C enthält. Unter anderem 22% reinen Ananassaft. Eine wirksame Quelle für natürliches Vitamin C, natürliches AHA und Bromelain. In Kombination mit beruhigender Kamille schafft es die wohltuende Formel, ihre Haut zu perfektionieren und sie mit Feuchtigkeit zu versorgen für einen strahlenden Ton. Ich werde es ausprobieren. Ich freue mich drauf. Und damit habe ich euch auch das letzte pflegende Produkt gezeigt. Wir gehen über zur dekorativen Kosmetik. Das heißt, so ganz sind wir da noch gar nicht angekommen. Aber um einen schönen Lippenstift tragen zu können, vielleicht auch einen matten, wenn man die bevorzugt, sollten auch die Lippen gut gepflegt sein. Und da habe ich hier einmal von der Marke e.l.f. ein Lippenpeeling in Lippenstiftform gekauft. Lip Exfoliator und der ist eben auch mit Kokosnuss. 3,3 Gramm sind hier drin. Und ich finde es super praktisch, dass der eben diese Lippenstiftform hat. Ich hatte mal einen ähnlichen, ich meine, der war von Manacadam, auch in so einer Lippenstiftform und das war bisher der beste, den ich überhaupt verwendet habe. Von e.l.f. habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Es ist aber auch eine tierversuchsfreie Marke, was ich sehr schön finde. Und ja, es sieht eben ganz klassisch aus wie ein Lippenstift.
Man sieht hier unten, dass es so eine weiße Farbe hat. Da steht auch nur noch mal Coconut drauf. Den dürft ihr gerne ausprobieren. Den habe ich für euch gekauft. Und damit auch hinterher die Lippen schön gepflegt sind, gibt es dann gleich noch einen Lippenpflegestift mit dazu. Der ist natürlich in der Variante Pineapple von der Marke Mimitika. Und der hat sogar auch noch einen Lichtschutzfaktor mit 20 drin. Das fand ich auch richtig gut. Ich finde hier auch das Packaging ganz süß mit dem Gelb natürlich sehr passend. Das ist auch ein Produkt, was zu 98% mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt wurde. Und es kommt aus Frankreich, ist vegan. Und ja, fand ich einfach sehr interessant und dachte ich mir, das packe ich euch einfach auch zu dem Peeling mit dazu, damit ihr da eine schöne Kombo habt. Jetzt sind wir aber endgültig beim Bereich der dekorativen Kosmetik angekommen und ich habe mir schon echt lange nichts mehr von der Marke L'Oréal gekauft. Ich weiß noch so, in meiner Jugend war das so die Hauptmarke mit, wenn ich mir etwas gekauft habe, wie zum Beispiel einen Augenbrauenstift, dann war das die Marke oder Mascara zum Beispiel, wo ich immer nachgegriffen habe. Aber ich habe jetzt wirklich schon lange nichts mehr von denen gekauft. Die hatten jetzt aber einen Bronzer herausgebracht und den fand ich echt schön. Der ist mit 91% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und das ist der Bronze to Paradise Bronzer. Der enthält wohl auch Kokosnussextrakt. Und das war mit der Hauptgrund, warum ich den gekauft habe. Ich habe hier die Farbvariante 02 Baby One More Tan in Anlehnung an Britney Spears wahrscheinlich. Ja, ich glaube, den werden wir mal swatchen. Ich möchte ja vielleicht auch wieder ein Schminky mit den Produkten hier aus diesem Video drehen. Und ich dachte, das passt dann vielleicht ganz gut. Das ist hier noch versiegelt, das muss ich erstmal aufmachen. Ich finde das Pressing sehr schön und sommerlich. Die Verpackung selbst finde ich ja, nicht so wirklich schön. Sie ist sehr leicht, das ist aus Plastik. Ich mochte das noch nie so wirklich bei L'Oréal. Aber wir schauen uns jetzt mal das Produkt als solches an. Ich finde, der Farbton ist ganz schön. Ich werde ihn jetzt mal fühlen und swatchen. Und der fühlt sich doch recht seidig an, richtig gut. So sieht er einmal auf dem Finger aus. Und mal schauen, ich swatche euch das mal hier auf eine relativ helle Stelle von mir. Er hat schon so einen leichten orangen Einschlag mit drin und auch ein bisschen Glow. Aber den Glow finde ich gar nicht schlecht. Ich mag es immer mehr, auch solche Produkte, also Bronzer zum Beispiel mit Glow, zu verwenden. Da war ich früher immer so ein strikter Gegner drin. Ich hoffe, der Farbton wird mir nicht zu warm sein, aber ich glaube, mit dem Pinsel aufgetragen wird der doch ganz gut zu mir passen. Weil jetzt ist es natürlich so sehr intensiv. Aber es fühlt sich echt gut auf der Haut an. Ich bin gespannt, wie es im Gesicht sein wird. Und passend zu dem Bronzer habe ich mir dann noch einen Highlighter gekauft, auch von L'Oréal, den Icoconic. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Icoconic Glow Highlighting Powder im Farbton 01 Coconut Addict. Also auch natürlich passend zu dem ganzen Thema hier. Ich habe hier mal jetzt mir erlaubt, schon vorher diese Versiegelung abzumachen und er sieht ziemlich hell aus und relativ weiß, hat aber irgendwie auch so einen, ja, Champagner-Unterton. Hier das Pressing soll wahrscheinlich Kokosnüsse darstellen. Ja doch, das sind Kokosnüsse. Er fühlt sich relativ pudrig, seidig an. Sieht so auf meinem Finger aus und den swatche ich euch jetzt hier mal in meine Handinnenfläche. Ah ja, der hat so einen Pink-Shift mit drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ich hätte gehofft, er hat etwas mehr Kraft, etwas mehr Wumms. Ich mache jetzt hier nochmal ein Swatchen. Er passt, glaube ich, gut zu meinem Hautton. Das sieht man da jetzt gut. Und ich werde jetzt mal hier an eine etwas dunklere Stelle auch nochmal was swatchen. Ich finde, so ein bisschen Strahlkraft könnte der noch mehr vertragen. Aber vielleicht ist es ein perfektes Alltagsprodukt. Wir werden es ausprobieren. Vielleicht ist es mit dem Pinsel ja auch nochmal was ganz anderes. Wir werden sehen. Eine Lidschattenpalette habe ich auch gefunden, wobei ich da echt so ein bisschen suchen und forschen musste, um auch etwas zu finden, was mir natürlich gefällt. Denn ich möchte ja nicht jeden Blödsinn oder so kaufen, sondern wirklich auch Dinge, die ich gerne ausprobieren möchte. Und ich habe eine Lidschattenpalette gefunden von einer Marke, wo ich auch schon eine Palette da habe, wo ich weiß, dass die Qualität einfach enorm gut ist. Und diese Palette spricht mich auch noch von den Farben sehr gut an. Und einer der Farbtöne passt eben zu diesem ganzen Thema hier. Es ist eine Palette von Visiart, eine ganz
tolle Marke. Ich habe schon mal ein Schminki mit einer Palette von denen gemacht und wir haben jetzt hier einmal die Umverpackung und da sieht man schon, um welche Farbtöne es geht. Es sind sehr sommerliche, frische Farben und dieser eine hier, dieser Farbton nennt sich Ananas. Ja, sehr schön. Die anderen haben auch so tolle Namen wie Sea oder Parasol, Raffia, Bronzage, Sungrow und so weiter. Wir schauen uns die Palette mal genauer an. Ich finde das Packaging auch von diesen Paletten ganz besonders schön, ziemlich einmalig und sie wirken auch sehr hochwertig. Und sieht diese Palette nicht einfach nur pur nach Urlaub aus? Soleil La Plage ist der Palettenname und wir haben hier das Meer drauf und man sieht hier vom Strand so ein paar Sonnenschirme, ein paar Palmen und die schöne Sonne natürlich. Sogar hier auf der Rückseite ist das noch alles schön angepasst. Da ist dann der Blick aufs Meer mit ein paar Booten. Und das Besondere bei diesen Paletten ist eben diese Schlaufe hier. Da kann man das dann aufmachen. Dann klappt es hoch. Hier ist so ein Magnet einfach drin. Und dann kann man das hier runterklappen. Hier ist noch so ein Einleger drin, der die Farben schützt. Den nehme ich mal direkt raus. Auf dem Spiegel ist sogar noch eine Schutzfolie drauf. Die lasse ich auch erstmal drauf. Und die Farben sind richtig schön. Wir haben hier so einen ganz tollen Peachton mit dabei, der mir echt gut gefällt. Aber auch dieser Gelbton hier, dieses Ananas, gefällt mir richtig gut. Und ich denke, da werde ich jetzt mal direkt ein paar Farben swatchen. Aber diese Palette werde ich in jedem Fall mit in ein Schminky nehmen. Und wir swatchen natürlich den Farbton Ananas einmal. Das ist ein matter Farbton. Und dann möchte ich auch gerne mir einmal diesen hellen blauen Schimmerton angucken. Und natürlich auch diesen Peachigen hier daneben. Und dann würde ich sagen, um das Ganze noch abzurunden, nehmen wir einfach hier oben noch diesen, ja, Rosé-Schimmerton mit dazu. Das sind die vier jetzt auf meinen Fingern. Und jetzt haben wir als allererstes einmal hier dieses Gelb. Oh, sehr schön. Kann ich mir auch wirklich gut in Kombination mit blauer Kleidung zum Beispiel vorstellen. Also jetzt heute zu meinem Oberteil zum Beispiel. Dann machen wir daneben einmal dieses schöne Blau, eisige Blau. Das könnte auch gut einfach als Topper wahrscheinlich verwendet werden. Ich denke, so von der Textur her werden Sie es als Topper angedacht haben. Dann swatche ich euch daneben einmal diesen peachigen Ton. Der ist sehr intensiv. Sehr, sehr schön und reflektiert auch so ein bisschen in zwei Tönen. Da ist auch so ein Pink mit drin. Und dann einmal noch den vierten. Dieser schöne Schimmer hier, der ist wahrscheinlich auch eher ein Topper. Sehr golden, richtig toll. Ich will mir jetzt mal den Spaß machen. Ich werde mal mit dem Daumen den ganz dunklen Braunton aus der Ecke aufnehmen, mit dem Zeigefinger nochmal den gelben Ton und dann nochmal mit dem Mittelfinger diesen blauen. Ich möchte jetzt gerne einmal hier diesen dunklen Braunton noch swatchen. Und diesen gelben hier nochmal etwas intensivieren. Und über den gelben gebe ich jetzt mal hier etwas von diesem Topperblauen Ton drüber. Sieht cool aus. Das hat was, es verändert das Ganze so ein bisschen natürlich. Blau und Gelb ergibt natürlich Grün. Und so leicht grünlich schaut es jetzt hier aus. Muss ich mal den Finger hier ein bisschen sauber machen. Gehe nochmal in den blauen Ton rein. Und werde den hier mal über das Braun swatchen. Oh, die passen echt gut zusammen, die Farbtöne. Ja, gefällt mir. Also mir fallen sofort verschiedene Kombinationen ein, womit ich Look schminken würde. Sehr, sehr cool, gefällt mir und da freue ich mich drüber. Beim Kanal Frühlingsroline habe ich einen Revolution Haul gesehen, wo sie eine Palette gezeigt hatte, die meines Erachtens einfach perfekt zu diesem ganzen Thema passt. Ich hatte schon die von Viseart gekauft, aber ich dachte mir, Mensch, das passt vielleicht ganz gut, dann habe ich noch eine Palette für euch. Und da spreche ich hier von dieser, von der Marke iHeart Revolution. Es ist die Tasty Coconut Lidschattenpalette und die hat hier eben einfach mal zwei Kokosnüsse drauf. Und die Kokosnüsse sind hier sogar richtig erhaben drauf. Das ist wie so, ja, wie so Sticker, die hier drauf sind und die fühlen sich so ein bisschen samtig an. Ich glaube, diese Aufkleber stinken auch ein klein wenig, so ein bisschen nach Plastik eben. Aber ich bin gespannt auf die Farben. Ich finde nämlich, dass die meisten Paletten von denen so auf Fotos gar nicht so toll rüberkommen, wie sie eigentlich sind. Und ja, die Farben sind richtig, richtig toll.
Ich glaube, ich muss hier die Schutzfolie mal kurz runternehmen, damit sie mir nicht runterfällt. Und dann zeige ich euch ganz vorsichtig die Palette. Das ist sie. Und sind das nicht schöne, frische Farben? Und da ist auch wirklich alles Mögliche dabei. Von so zarten, pastelligen Gelbtönen über Fliedertöne, Brauntöne, grünliche Töne sind dabei. Hier oben in der Reihe der zweite Ton, Qua, nennt er sich, ist so ein ganz metallischer grüner Ton, der gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier oben rechts einen matten Ton, der nennt sich Coco-Nuts. Auch sehr süß. Ja, eine tolle Farbzusammenstellung, finde ich. Hier ist auch so eine Art Neon-Glitzergrün mit drin. Also jetzt, wo ich das so sehe, bin ich drauf und dran, die vielleicht sogar noch ein zweites Mal zu bestellen, dass ich sie auch ausprobieren kann. Ich finde sie wirklich schön, nur der Geruch hier von, wahrscheinlich von der Umverpackung, hoffe ich, der ist nicht so ganz meins. Ich mache das hier wieder schön zu, ich packe das wieder ein und dann schauen wir uns noch die letzten Produkte an. Zu einem schönen, vollständigen Look gehört natürlich noch etwas Farbe auf die Lippen, wobei ich da jetzt eine sehr dezente Farbe, glaube ich, gewählt habe. Es ist der Farbton Coconut Plump und es ist ein Lippenstift von L'Oréal aus der Colorish-Reihe, Colorish Shine. Also der wird auch einen schönen Glanz haben. Ich erhoffe mir, dass das vielleicht so ein bisschen peachy nachher auf den Lippen ausschaut. Also ich finde den Farbton sehr interessant. Ich mache das jetzt hier mal auf und drehe das etwas hoch. Es ist so ein nudiger Braun-Peach-Ton. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob der zu mir passen wird. Ich werde ihn jetzt hier mal swatchen darum direkt. Und doch, das ist eine tolle Farbe. So ein bisschen schier. Man sieht jetzt hier auch so ein bisschen, ja, rosa Einschlag mit drin. Peach-Rose, eher Peach. Kommt manchmal in der Kamera etwas anders rüber. Aber ich glaube, die Farbe ist wirklich ganz toll. Und man sieht diesen Glanz, der ist unglaublich. Bin gespannt. Also den werde ich auch ausprobieren. Und den habe ich nicht nur einmal gekauft, sondern noch ein zweites Mal. Hier ist er noch ein zweites Mal. Und den packe ich auch mit für euch in die Verlosung. Das letzte Produkt ist jetzt nochmal von der Marke e.l.f. Auch da habe ich gleich zwei Stück gekauft, also auch einmal für euch. Da haben wir das Dewy Coconut Setting Mist mit 80 Millilitern. Ich bin gespannt drauf. Ich habe neulich schon ein ja ähnliches Produkt auch leer gemacht. Das hatte mir sehr gut gefallen. Das war auch mit Kokosnuss und ich bin jetzt gespannt drauf, wie dieses hier im Vergleich dazu sein wird. Es ist hier sogar nochmal extra mit so einem Streifen versiegelt. Also nicht nur, dass sie das hier nochmal in extra Folie einpacken. Nee, hier ist auch nochmal so ein extra Klebi mit drauf. Den mache ich jetzt mal ab. Auch das möchte ich gerne einmal sprühen. Na, es scheint einen feinen Sprühnebel zu haben. Und es riecht ganz leicht und schön nach Kokosnuss. Also nicht so aufdringlich. Finde ich gut. Ich werde es jetzt aber nicht auf mein Gesicht sprühen, denn ich finde, ich habe gerade ordentlich Glow im Gesicht. Das reicht mir so aus. Ich teste das dann mit euch zusammen in dem Schminki, wo wir auch die anderen Produkte unter die Lupe nehmen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, ich stelle jetzt hier mal noch das eine Produkt mit nach hinten, werde nochmal einen Schluck trinken und dann erzähle ich nochmal ein paar Worte zur Verlosung. Der Ananassaft ist wirklich immer noch auch kühl. Und ich sitze jetzt schon eine Weile hier und drehe dieses Video. Fällt mir echt gut. Also Cocktails kann ich mir da auch sehr gut draus vorstellen zu trinken. Ihr seht jetzt hier hinter mir alle Produkte, die einer oder eine von euch gewinnen kann. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Ananas. Damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich schreibe euch auch nochmal alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox. Schaut da gerne vorbei. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, ob ihr vielleicht auch schon ein paar der Produkte kennt. Dann tauschen wir uns da auch noch etwas aus. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Nicole.